Bei mir ist Professor Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut. Herr Professor Sinn, schönen guten Tag. Der IFO-Index im Januar kräftig angestiegen. Ist das jetzt die konjunkturelle Wende in Deutschland? Ja, also wir hatten letztes Jahr so ein Zwischentief und das scheint überwunden zu sein, denn er ist ja dreimal hintereinander angestiegen und das hat sich bewahrheitet aus der Geschichte des Index, dass danach dann doch die Wirtschaft wieder Fuß fasst. Also es gab ja mal zwischendrin im letzten Jahr so die Befürchtung, dass wir einen Absturz kriegen würden wie 2008. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Auch die Beschäftigungsentwicklung ist ja stabil. Die Mehrheit der Unternehmen sagt immer noch, dass sie mehr Leute einstellen will. Nicht alle Branchen, aber immerhin die Mehrheit. Also können wir doch hoffnungsvoll in die nächsten Monate schauen. Das gilt zumindest für Deutschland. In Amerika haben wir gesehen, für jedes Quartal ist die Wirtschaft geschrumpft um 0,1%. Sehr überraschend für die meisten, für Sie auch? Ja, nicht nur in Amerika, auch in Deutschland und Europa ist ja die Wirtschaft im vierten Quartal geschrumpft. Aber das ist ja eben der Vorteil eines Frühindikators. Es geht eben schon wieder hoch. Wie das jetzt in Amerika weitergeht, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt im Moment nicht im Blick. Aber die haben natürlich auch ein fundamentales Problem, dass der Staat zu stark verschuldet ist, dass sie insgesamt eine Wirtschaft haben, die über zwei Jahrzehnte hinweg vom billigen ausländischen Kredit abhängig war. Die ganze Bauwirtschaft lebte ja von importierten Ersparnissen aus anderen Ländern. Und das ist auch alles weggebrochen. Insofern ist die Ähnlichkeit zwischen Amerika und Griechenland größer, als die Amerikaner es gerne hätten. Nicht? Aber man muss schon sagen, in Amerika gibt es ja noch ganz andere Aspekte, die hoffnungsvoll stimmen. Also jetzt die Energiewende. Das ist zwar so, dass die also eine große CO2-Blase die nächsten zwei Jahrzehnte in die Luft pusten werden, aber immerhin sind die Energiepreise niedrig und es kommt möglicherweise zu einer Reindustrialisierung Amerikas, was also für Anleger günstig und wichtig sein würde. Schauen wir wieder auf Europa, da haben wir ja einige Probleme. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit in Südeuropa, wir haben jetzt einen starken Euro, der ja auch nicht sonderlich positiv ist für diese ganzen Südstaaten. Was ist aber denn das Hauptproblem? Was ist das Grundproblem von Europa zurzeit? Das Grundproblem ist die realwirtschaftliche Krise. Das ist quasi der Kater nach der großen Party. Die Party hatte eingesetzt durch die Einführung des Euro, Ankündigung schon des Euro 1995 mit dem Gipfel von Madrid. Dann floss das Kapital nach Südeuropa und setzte dort einen gewaltigen Wirtschaftsboom in Gang, der zu viel Momentum kriegte und zum Schluss inflationär entartete, will ich mal sagen. Es gab also Immobilienblasen in Irland und Spanien und die Staatssektoren in Portugal und Griechenland wurden im Übermaß ausgedehnt. Das alles hat die Preise und Löhne in den Himmel getrieben, hat die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder unterminiert, war so lange kein Problem, wie der billige Kredit zur Verfügung stand. Das war bis zum Sommer 2007 der Fall. Und dann war die amerikanische Finanzkrise praktisch rübergeschwappt, eskalierte dann mit Lehman und seitdem will das private Kapital nicht mehr nach Südeuropa, um diese Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren. Die Wirtschaft bricht dort zusammen. Einkommensreduktion bedeutet, dass man weniger importiert. Die Leistungsbilanzdefizite gehen wieder zurück. Das ist insofern gut, aber es ist ja keine wirkliche Lösung, denn die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit verlangt nicht, dass man einfach die Einkommen zusammenschrumpfen lässt und eine Massenarbeitslosigkeit macht. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was man braucht. Man braucht bei Vollbeschäftigung Absatzmärkte und diese Absatzmärkte kriegt man aber nur, wenn man billiger wird. Und das ist genau das Problem. Die Länder müssen wieder aus dem Himmel zurück auf die Erde bei ihren Löhnen und Preisen. Und wenn das nicht passiert, müssten die anderen Länder des Euroraums in den Himmel, das heißt Deutschland. Wir müssten also sehr stark inflationieren. Wir müssten um 60% teurer werden, um Griechenland wettbewerbsfähig zu machen zum Beispiel. Wollen wir das? Wollen wir so viel Inflation akzeptieren? Da liegt das Problem. Wenn sich jetzt Deutschland sträubt zu inflationieren, und eigentlich dürfen wir ja auch nicht nach dem Maastrichter Vertrag, dann müssten die Südländer echt deflationieren. Aber die deflationieren wollen sie auch nicht, weil die Gewerkschaften sich gegen Lohnsenkungen sträuben, weil es ja auch gar nicht geht, weil Leute, die verschuldet sind, ihren Schuldendienst dann nicht mehr leisten können, wenn ihre Einkommen halbiert werden. Also es gibt unglaubliche Hemmschwellen und Sperrklinkeneffekte, die das Absinken der Preise und Löhne in Südeuropa erschweren, sage ich mal, wenn nicht unmöglich machen. Und die Folge könnte dann sein, dass die Lösungsmenge für den Euro null ist. Ich würde sagen, mit 50% Wahrscheinlichkeit
ist sie null. Und das werden wir vielleicht in 10 Jahren wissen. Aber vielleicht gelingt es durch eine längere Austeritätsphase in Südeuropa und einen entsprechenden Boom in Deutschland, die Änderung der relativen Preise herbeizuführen. Aber ich würde so viel sagen, ohne diese Änderung der relativen Preise. Und hier reden wir über eine Aufwertung von Deutschland um 20% gegenüber dem Durchschnitt und Frankreich um Abwertung von 20% gegen den Durchschnitt, also ein Differential zwischen den beiden Ländern um 40%. Ohne diese Entwicklung wird der Euro nicht überleben können. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was passiert. Aber diese Abwertung und Aufwertung wird ja auch nicht von heute auf morgen passieren. Ist so viel Zeit überhaupt noch da? Ja, eben. Das ist ein Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte der Stagflation, der Stagnation für die südeuropäischen Länder. Wenn man sie zu sehr drückt, dann ist das für die Gesellschaft nicht mehr tolerierbar. Wenn man sie zu wenig drückt, fallen die Preise nicht, die relativen Preise, und das Problem bleibt ewig bestehen, führt dann zu unermesslichen öffentlichen Verschuldungslasten, weil die Leistungsbilanzdefizite dieser Länder mit öffentlichen Mitteln finanziert werden müssen. Also das wäre alles keine Lösung. Es kommt jetzt darauf an, so einen Mittelweg zu finden, einen Pfad des Sparens, des Gürtel-Enger-Schnallens, der wirtschaftlichen Flaute, der verhindert, dass diese Länder weiter inflationieren. Deflationieren will man sie nicht lassen, weil das zu gefährlich ist. Und dann umgekehrt im Kern Europas, in Deutschland, müsste man einen Boom akzeptieren, der eine Inflation bringt. Aber um diesen Boom zu haben, darf ich natürlich nicht diese Rettungsschirme machen in großem Ausmaß. Ich darf also nicht dem deutschen Sparkapital Geleitschutz bei dem Weg ins Ausland geben, sondern muss eigentlich die Situation der letzten 3 Jahre erhalten, dass man nicht so recht weiß, wohin mit dem Geld, und aus lauter Verlegenheit in Deutschland investiert. Und dann kommt der deutsche Boom weiter ins Laufen, und dann steigen unsere Importe, dann haben die Gewerkschaften auch die Möglichkeit, die Löhne zu erhöhen, weil der Arbeitsmarkt geräumt ist, sodass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exporte ein bisschen schwächer wird, und dann kommt die ganze Sache in Europa wieder ins Lot. Schauen wir ganz kurz auf ein Zitat von Angela Merkel noch zum Abschluss. Die sagte ja, wenn der Euro scheitert, scheitert auch ganz Europa. Heißt das auch, Europa steht auf der Kippe zurzeit? Naja, also das wären schon größere politische Verwerfungen, obwohl ich also diese ideologische Überhöhung für falsch halte. Insbesondere glaube ich auch nicht, dass der Euro scheitert, wenn man jetzt einzelne Länder, für die der Weg bis zum Gleichgewicht, was die Abwertung betrifft, die innere Abwertung, zu weit ist, rauslässt. Also es wäre nicht Euro destabilisierend, wenn man Griechenland rausließe, sondern es würde den Euro stabilisieren, weil das endlich mal eine glaubhafte Strategie ist, die auch die Anleger und alle akzeptieren. Und es würde Griechenland vor allem stabilisieren, weil wieder Arbeitsplätze entstünden. Dankeschön, Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut.